So, jetzt das. Jetzt habe ich Ton. Jetzt muss ich mal noch von vorne starten. Jetzt habe ich ja gar nicht gehört. Siehst du, da ändern wir das Setup und schon ändern sich wieder die Toneinstellungen, ja, sowas. Ja, also ich habe gesagt, herzlich willkommen zum Marktradar. Ihr seht schon, wir haben unser Setup geändert. Wir haben einen neuen Namen, wir haben ein neues Layout. Nach der vielen Zeit haben wir gedacht, müssen wir wieder ein bisschen eine Änderung her. Ihr seht auch hier hinten eine kleine Änderung, ein bisschen mehr Beleuchtung. Bullen- und Bärenkampf, den wir diese Woche hatten, den hatten wir ja entsprechend auch an den Märkten gestern, eben als die Inflationszahlen kamen. Und da wird es natürlich auch besonders spannend, eben ja, im Blick darauf, wie das Ganze interpretiert wird, ob die Zentralbank jetzt entsprechend wirklich gegensteuern kann gegen die Inflation mit den Zinsen oder ob sie vielleicht sogar die Zinsen nochmal senken muss, weil sie entsprechend viel zu stark die Zinsen erhöht hat und die Inflation entsprechend ja, zu stark drückt bzw. entsprechend die Wirtschaft abwürgt. Das bleibt also spannend und das werden wir jetzt auch weiter uns anschauen im Marktradar. Ne, die tägliche Routine und immer gucken, up to date sein, zu schauen, wo gibt es Chancen. Und das schauen wir uns heute wieder an. Und es ist nach wie vor sehr spannend. Das kann man schon sagen, Pascal. Ja, so jetzt sollte auch der Ton bei Mirko da sein. Ich hoffe, wir haben es jetzt alles wieder richtig eingestellt. Ist immer so, wenn du was am Setup veränderst, dann verstellt sich hier immer alles. Aber hoffentlich klappt es ja. Jetzt klappt es wunderbar, dann ist prima, dass ihr uns jetzt hören könnt. Also verzeiht uns, neues Setup, deshalb aber jetzt wieder neue Einstellungen, aber es funktioniert jetzt wieder alles. Ja, wie Ich gesagt, ja, Mirko? fang schon mal an, meinen Bildschirm zu teilen, dass wir Gerne. halt hier wirklich straff durchkommen, weil es ist schon interessant. Ne? Es ist interessant, was derzeit an den Märkten los ist. Und lasst uns gemeinsam durchgehen. Gestern, historischer Tag, der WIX unter 20. Ne? Schaut, der WIX zwar jetzt leicht wieder über 20 gestiegen, aber gestern, ich glaube, bei einer 9,75 haben wir geschlossen. Und WIX unter 20 heißt für uns, naja, die große Luft ist erstmal raus, also das passt erstmal von der Sache her. Die große Volatilität ist vorbei. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, wir haben hier gerade mal noch 5 Tage im August, ne? Und gerade zum Ende hin sind von der Sache her keine großen Schwankungen mehr zu erwarten. Und das ist auch das, was ich glaube vorige Woche gesagt habe. Es wird dann doch eher etwas ruhig werden. Aber 1975, ich wusste gar nicht, dass der WIX nochmal unter 20 gehen kann. Das ist auf alle Fälle sensationell. Im Gegensatz, wenn ich heute sehe, S&P 0,3% im Plus und der WIX 4% im Plus, dann sage ich, okay, irgendwas passt hier nicht richtig. Ne? Aber klar, wir haben noch Quartalszahlen, dann auch von den großen Einkaufszentren, Walmart, dann eine Target bringt hier Zahlen und da werden wir wieder sehen, wo der Hase langrennt, weil das ist ja das ist Inflationsgeschehen. Ne? Klar zeigt es die Vergangenheit, ne? Aber wir müssen auch gucken, okay, kann ich denn die gestiegenen Preise so auf die Verbraucher einfach umlegen? Ne? Hat wahrscheinlich nicht funktioniert, sonst hätten sie die Preise oder würden sie die Preise nicht senken. Oder andersrum, die Warenlager wären halt nicht so voll. Ne? Das ist halt das Problem, dass die halt, naja, zwar hohe Preise haben, aber halt nichts verkaufen. Ne? Schauen wir weiter auf den VVIX. Wie sieht es da aus? Relativ entspannt bei 92. Auch wenn wir jetzt wieder etwas angestiegen sind, kann man hier noch nicht sagen, hier ist Druck im Markt. Nein, 92 ist noch okay. Das passt. Interessant ist der RSI vom Advanced oder vom Volume Indikator, der ist halt wieder ganz schön hochgelaufen. Ne? Also wenn man hier mal ganz einfach schaut, dass immer wenn wir halt in dem Bereich oben waren, ich versuche das mal wieder mit meinem tollen Zeichentool zu machen. Das ist das kumulative Volumen. Dann sehen wir halt ganz deutlich, ne, das war dann immer kurz vor, ich drehe gleich um, hier, ich drehe gleich um, in dem Bereich, ich drehe gleich um.
Das ist halt immer interessant. Jetzt sind wir halt wieder an so einer Dings, wo wir noch nicht sagen müssen, okay, das war's schon hier oben. Eigentlich müssen wir das bis hier hochziehen. Sondern es kann schon ein Stück steigen, aber es lässt mich auf alle Fälle vorsichtig werden, denn als Optionshändler, was ist, werden natürlich die Preise auch nicht hochsteigen. Was passiert? Volatilität geht runter und wenn ich dann reinspringe in den Markt und habe meine Position dort offen und die Märkte kommen doch mal in die andere Richtung zurück, dann tut das doppelt weh, weil das Delta rennt gegen mich und natürlich die Vola rennt auch gegen mich. Dann habe ich unsere Advanced Decline. Das ist auf alle Fälle interessant, weil ja, das ist das, wo ich gesagt habe, das hat sich bestätigt. Ne? Auch hier in dem Bereich kann man schon sagen, oh, was wird denn hier? Wird hier gedrückt? Weil, wenn ich hier den S&P sehe und im Vergleich die Advanced Decline an der Nice, dann sehe ich schon, dass wir hier halt ein deutlich neues Hoch gemacht haben. Ja, aber was ist hier passiert? Naja, hier haben wir auch, naja, ganz knapp ein neues Hoch gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier noch ein bisschen was kommt. Ne? Also, dass hier noch ein bisschen Rallye losgeht. Ob das nachhaltig ist, das sei erstmal dahingestellt. Aber die Advanced Decline zeigt uns, dass hier auf alle Fälle der größte Teil in steigende Kurse gehandelt wird. Schauen wir uns das Ganze an der Nasdaq an, dann ist es auch ganz interessant, weil auch hier können wir sehen, also hier läuft es ungefähr ähnlich. Ne? Also hier richtig Druck im Markt, also richtig Kauflaune. Hier wird in steigende Kurse gehandelt, aber naja, so stark steigt der Nasdaq gar nicht. Selbes Szenario, vielleicht ein bisschen kräftiger im Gegensatz zum S&P, aber trotzdem Advanced Decline steigt und solange die steigt, ist noch alles in Butter. Auch wenn wir langfristig dann doch eher seitwärts tendeln, kann man schon sagen, okay, das ist gerechtfertigt. Also wo wir uns bewegen, ist schon gerechtfertigt und man sieht auch durch den zurückgehenden VIX, dass hier die Volatilität aus den Märkten geht. Schauen wir auf den breiten Markt, da sehen wir dasselbe Spiel, ne? Auch da ist sauberer Aufwärtstrend, also auch da können wir sagen, auch der breite Markt kommt mit. Also es sind nicht nur die Fangaktien, die hier ordentlich Gas geben, sondern auch der breite Markt kommt in dem Geschehen mit und das ist ein positives Zeichen. Also das muss man wirklich unterstreichen, dass das wirklich was Positives für die Märkte ist. Schauen wir auf unseren Fear & Greed, dimpelt jetzt im neutralen Bereich rum, zumindest habe ich ihn heute früh gesehen. Keine Rückmeldung, na toll. 1, 2, 3, Fear & Greed. Das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht kann ich auch noch mal Fear & Greed Index. Na, schauen wir hier hin, geht es vielleicht schneller. Okay. Pascal, ich bin aber noch zu hören, oder? Ja, ich höre dich. Ich nehme an, unsere Zuschauer auch. Gut. Jetzt haben wir unseren Fear & Greed Index, Fear & Greed im neutralen Bereich. Ne? Wir mal sehen, wie viel wir in die Gier schaffen. Ne? Gier ist gut. Hat mal jemand gesagt, ich rechne auch damit, dass wir noch ein bisschen in die Gier reinlaufen. Mal schauen, wie sich dann verhält. Aber es sieht auf alle Fälle positiv aus. Sehen wir auch in der Timeline. Angemessenes stetiges Wachstum passt von der Sache her. Und oft ist es halt so, dass wir halt wirklich, wir kennen halt die Extreme. Ne? Wir kennen die absolute Euphorie und wir kennen die absolute Panik. Und alles andere ist dazwischen drin. Was ist noch interessant? Auch unsere neuen Hochs, neue Tiefs, die Kurve fängt sich etwas. Also auch hier kann man sagen, okay, hier haben wir einen Boden. Wir steigen zwar noch nicht, ne? Wir machen noch nicht deutlich mehr neue Hochs als neue Tiefs, aber wir stabilisieren uns zumindest. Und das ist ja schon was in einem Bärenmarkt, wenn wir uns stabilisieren, dass das natürlich auch insgesamt zum übergeordneten Bild passt. Interessant ist natürlich unsere Down- und Up-Days. Hier habe ich gestern festgestellt, dass wir gestern wieder einen Up-Day hatten. Naja, Up-Day nach einer langen Rallye ist halt immer so ein Zeichen, dass jetzt auch der Letzte gekauft hat. Wir werden sehen, wie viele noch folgen werden. Aber es lässt mich halt auch vorsichtig stimmen, ne? Dass man halt sagt, okay, gestern, ich hole es euch mal rein in meine Sammlung. Gestern sah das dann so aus, dass man ganz einfach hier in 91-prozentigen Update hatten. Das ist so ein Zeichen, müssen wir abwarten, ob sich das hält. Ne? Aber spätestens dann, wenn ein Down-Day kommt, dann wird es auf alle Fälle etwas sportlich. Und dann zieht auch Volatilität wieder an. Ne? Also das werden wir dann sehen. Und mit dem steigenden Wix heute ist es schon so ein bisschen
ein kleiner Vorbote. Also zumindest gibt es einige Leute, die den Braten nicht ganz trauen. Dann schauen wir weiter. Wenn wir uns weiter ansehen, dann schauen wir auch mal, wie liegen wir denn überhaupt? Also wir liegen mit den wichtigen Indizes wieder über dem 21er Moving Average. Das passt auch. Also da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Haben auch ordentliche Kerzen, klar, wenn wir das hoch rausnehmen, ne, dann kommt natürlich ein bisschen Druck, weil hier gibt es doch einige, die short sind. Und das ist mir auch aufgefallen, hier speziell im Nasdaq, dass man halt sagt, okay, wenn wir uns, andersrum, wenn wir uns halt mal den Future angucken, auch den Nasdaq und die Positionierung der Marktteilnehmer, dann sehen wir auf alle Fälle, die Smalls, also die Small Traders, also die Differenz aus den Commercials und Large, die sind short, ne? Und solange die short sind, werden die Kurse wahrscheinlich nicht fallen, ne? Also die wird es vorher noch rausdrücken. Und darum kann ich mir vorstellen, dass wir sogar noch ein bisschen in Bounce sehen, ne? Dass wir nochmal hochgehen, weil die müssen erst raus, bevor hier die Märkte halt oder bevor der S&P halt der Nasdaq noch weiter fallen kann, ne? Gut, muss nichts an der Börse, aber es ist halt häufig so, dass die Smalls zumindest hier nie richtig lagen, ne? Das ist immer wichtig festzustellen, und wenn die halt die Märkte verlassen, dann hat man halt oft auch die Trendwende. Sonst kann man nichts sagen, also die Rallye ist intakt, die Bärenmarkt-Rallye möchte ich immer noch sagen, also nach wie vor gibt es keine Anzeichen, es gab noch keinen Tiefpunkt, es gab kein Panikzeichen hier unten in dem Bereich, also das ist zumindest für mich ein Zeichen, dass es halt auf faktischen Füßen steht, aber wir haben auf der anderen Seite die FED, ne? Und die FED arbeitet mit den Zinsen. Und da geht es vielleicht gar nicht so drum, was die FED im Endeffekt macht, sondern eher, was die FED kommuniziert und was die Leute glauben. Ne? Glauben die Leute an Inflation oder glauben die Leute nicht an Inflation? Und die Sache ist klar, wenn halt Inflation ist, dann gibt es halt auch die eine oder anderen, die dann halt sagen, okay, ich kann halt nicht mehr so viel kaufen, ne? Weil ich muss auch morgen mein Brot und meine Butter noch bezahlen können. Und auch die Zurückhaltung ist dann auf alle Fälle da. Klar, aber auf der anderen Seite, Deflation ist dann auch schlimmer. Ne? Wenn fallende Preise sind, dann gehen die Leute wieder her und sagen, ach, ich warte lieber, nächste Woche ist es nochmal 10% günstiger. Ne? Also auch das ist problematisch. Wie die FED da aus der Sache rauskommen will, keine Ahnung, aber das ist ja nicht unser Problem. Wir müssen aber nur das handeln, was wir sehen. Und das sehen wir ganz einfach, dass wir zwar in einem Bärenmarkt sind, uns erholt haben, müssen eigentlich echt gucken, ob wir hier diese Marke wirklich nachhaltig überwinden. Ne? Ich glaube nicht an, weil natürlich die Indikatoren schon ganz schön heiß gelaufen sind. Ne? Also ich denke, dass wir hier ein bisschen rumdümpeln werden und werden dann trotzdem nochmal abtauchen. Ob das eine Stabilisierung ist, kann leider keiner sagen. Ich habe leider auch nicht die Glaskugel, Pascal. Ja, schön wäre es, wenn wir sie hätten, aber deine Prognose, ich sage immer make an educated guess, wie es so schön heißt in der Werbung, sind wir jetzt wirklich raus aus dem Bärenmarkt oder war das nur eine Bullenfalle? Was ist dein Tipp? Also ich bin immer noch bei der Bullenfalle, ne? Weil ganz einfach die Panik nicht da war. Also die Panik am Tief war ganz einfach nicht da. Wir hatten keine ordentlichen Put-Call-Ratios. Wir hatten zwar mal einen Wechsel von Down- und Up-Days, wo man sehen konnte, okay, da kam ein bisschen Volumen in den Markt. Aber sonst hatten wir nichts. Also wir haben nach wie vor, auch wenn wir heute mal wieder auf die Put-Call-Ratios schauen, ich blende gleich mal ein, ist es halt relativ entspannt, also da ist nichts los, also es wird nichts gehandelt und das ist halt hier, wenn ich sehe, dass an so einem wichtigen Punkt, ne, wir hier mit Put-Call-Ratios rumdümpeln von 0,8, dann ist halt kein Absicherungsbedarf im Markt und Leichtfüßigkeit, wir haben aber noch die Ausnahmesituation, aber wir haben halt dieses Sommerloch, ne. Wir haben den August, auch der August ist immer eigentlich so ein Monat, wo es halt mal ein bisschen holtert und poltert. Und da bleibt abzuwarten, wo die Reise hingeht. Ich denke, das ist vorübergehend und ich sag mal, nichtsdestotrotz, ne, die ganzen Gewinne, ne, waren ja, oder auch die ganzen Immobiliengewinne waren ja wirklich von fallenden Zinsen. Oder fußten auf den fallenden Zins, ne? Weil natürlich dann die Immobilien halt immer mehr wert werden. Was ist jetzt wirklich nur, wenn halt die Zinsen nur gleich bleiben, ne? Dann verdient keiner mehr Geld, da hat keiner mehr Bock, irgendwas zu machen und dann fällt ja hinten auch schon, ich sag mal, der Stein um. Ne?
Ja, viele, die auch im Aktienhandel, die gesagt haben, Mensch, ich kaufe hier ETF, wenn die mal ein halbes Jahr sehen oder ein Jahr sehen, naja, dass man halt mal keine 30% macht, weiß nicht, wie motiviert die sind, dann wirklich ihre ETFs noch weiter zu sparen und dann wirklich die Dips zu kaufen. Ne? Also das bleibt abzuwarten. Ich denke, es ist eine Motivationssache. Also ich denke, dass ja viel Motivation ist. Und ich weiß nicht, wo die Motivation herkommen soll. Ne? Und deshalb denke ich nach wie vor, ich denke, es ist nach wie vor eine Bullenfalle. Ich denke, dass wir noch mal tiefere Tiefs sehen werden. Okay, tiefere Tiefs sogar, als wir zuletzt hatten. Das ist interessant. Ja, lassen wir uns überraschen und werfen nochmal einen kleinen Blick auf ein paar andere Dinge, die ich euch mitgebracht habe, beziehungsweise bevor wir da hinkommen, natürlich wie immer erst einmal der Haftungsausschuss und Risikohinweis, also über alle Titel, die wir sprechen, beziehungsweise über potenzielle Trading-Ideen, das alles nur zu Informationszwecken, bitte nicht nachmachen, jeder muss natürlich immer selbst wissen, welches Risiko das eigene Depot verträgt, das sollte natürlich ganz klar sein. Ja, bevor wir loslegen, gucken wir nochmal zurück ein bisschen, was die Woche alles passiert ist. Ich blende euch nochmal ein, was wir die Woche im Programm hatten. Wir hatten am Anfang hier entsprechend den Energieausblick. Da haben wir auch ein bisschen Bewegung gemerkt im Ölmarkt am Dienstagabend beziehungsweise dann auch am Mittwoch. Schauen wir uns gleich nochmal an. Und gestern entsprechend die sehr entscheidenden Inflationszahlen. Wir gucken nochmal gemeinsam drauf. Erwartet worden waren 8,7% Inflation. Das ist also weniger gewesen als im Monat zuvor, wo es eben 9,1% Inflation waren. Eben immer gegenüber dem Vorjahresmonat in 2021. Also Juli 2021 zu Juli 2022. Tatsächlich waren es aber nur 8,5%. Und diese 0,2 Prozentpunkte haben eine sagenhafte Rallye ausgelöst. Wir gucken uns das gleich an, wie der Nasdaq-Chart hier aussah, beziehungsweise der S&P-Chart. Abends hatten wir noch die Rohöllagerbestände und die waren massiv widersprüchlich dazu eigentlich. Ich meine, wenn man denkt, okay, die Wirtschaft läuft, die Inflation geht aber auch zurück. Ja, wir sehen trotzdem eine große Einlagerung. Es wird also sehr viel Rohöl produziert, aber eben nicht verarbeitet oder abtransportiert und deshalb entsprechend eine deutlich größere Einlagerung als erwartet worden ist. Es war hier quasi fast null erwartet worden, aber tatsächlich wurde entsprechend sehr, sehr viel eingelagert, sogar noch mehr als entsprechend die Woche zuvor. Ja, heute hatten wir dann noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Da waren die Prognosen relativ gut, fast wie erwartet. Die Erzeugerpreise haben nochmal die Zahlen von gestern untermauert. Anstatt der erwarteten 0,2% sogar einen Rückgang um 0,5%, während wir im letzten Monat noch 1% Inflation bei den Erzeugerpreisen hatten. Und nochmal zur Erinnerung, das ist ja der vorlaufende Inflationsindikator sozusagen, weil erst kommen ja die Erzeuger, wenn die die Preise erhöhen, kommt das dann irgendwann auch bei den Verbrauchern an. Deshalb das natürlich auch nochmal ein Indikator, der heute dafür gesorgt hat, dass wir nochmal ein bisschen nach oben gelaufen sind. Aber das wurde, wie wir gleich sehen, relativ schnell auch wieder abverkauft. Morgen dann noch Zahlen aus Großbritannien, aber das sollte erstmal die US-Märkte hier in dem Fall nicht sonderlich tangieren. Gucken wir also mal auf die Indizes, was sich eben getan hat. Wenn ich mal hier den Nasdaq einblende, dann sehen wir das sofort, was gestern passiert ist. Nämlich direkt um 14.30 Uhr, als die Inflationszahlen kamen, schießt der Nasdaq hoch, hier über 200 Punkte nach oben. Ja, in der Spitze waren es hier sogar fast 350 Punkte, die wir gestiegen sind. Ein Plus von, was war das hier über den Tag, hier 2,4% plus bis zum Tagesschluss. Und heute sehen wir auch nochmal entsprechend eine Rallye direkt zum, fast zum Handelsstart. Da eine halbe Stunde später haben wir dann das Tageshoch erreicht gehabt bei 13.575. Aber wie wir jetzt sehen, wird abverkauft. Der Nasdaq ist 0,6% im Minus. Und auch beim S&P sieht es nicht anders aus. Ich hole uns mal den Chart hier rein. Da sehen wir, dass es hier auch wieder abwärts geht heute. Da sind wir fast unverändert. Aber auch da sehen wir, dass die letzten Tage entsprechend ein Bullenmarkt war. Das ist also noch nicht abgearbeitet worden, was wir entsprechend hier gestern durch die Inflationszahlen eben hochgelaufen sind. Die Frage ist, wie geht das weiter? Gerade wenn wir mal auf Rohöl schauen, das ist ja auch so ein bisschen relevant für die Inflationszahlen, weil das eben zuletzt eben fast 100% angestiegen war im Vergleich zum letzten Jahr und jetzt ist der Rohölpreis ja runtergelaufen. Wie wir sehen, seit Juni sind die Rohölpreise rückläufig und das merkt man natürlich auch ein wenig, zumindest an den Tankstellen. Der Euro hat sich auch nicht weiter abgeschwächt zum US-Dollar und das merkt man entsprechend, auch wenn jetzt nächsten Monat dann entsprechend die Vergünstigungen auslaufen. Ich bin gespannt, wie schnell die Autofahrer dann wieder schreien. Wir sehen auf jeden Fall hier, dass der Rohölpreis die letzten 2-3 Tage wieder etwas aufgewertet hat, heute sogar um 2,5%.
1% gestiegen. Trotzdem sind wir weiterhin hier im Abwärtstrend im Rohöl und auch Erdgas ist momentan relativ interessant. Schaut euch mal diese Bewegung heute an. 9% Kursplus bei Erdgas. Das ist wirklich eine spannende Bewegung. Ich bin gespannt, ob wir die alten Hochs hier bei 49 bzw. diese Hochs hier bei 9,72 wieder erreichen werden. Sehr, sehr spannende Kerze auf jeden Fall, was hier heute wieder abgeht an den Energiemärkten. Also wirklich der Wahnsinn. Und da kann man noch nicht so wirklich sagen, Peak Inflation und Entspannung, weil wenn man sieht, dass die Energiepreise wieder stärker anziehen, dann ist das vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange, Mirko. Genau, und man muss ja immer überlegen, es gibt ja halt Sachen, die man unbedingt benötigt, ne? Und das ist nun mal Energie. Und im Gegensatz zu einem Maßriegel, da kann ich halt drauf verzichten. Ne? Und ich denke halt, das wird sich austarieren. Ne? Ich denke schon, dass die Energiepreise, schon steigen werden. Wir haben die Produktion von Benzin jetzt demnächst wieder anstehen. Drum sehe ich die Einlagerung, die starke Einlagerung jetzt nicht ganz so problematisch. Entscheidend wird der Ausblick sein. Ne? Entscheidend wird der Ausblick sein, wie weit für nächstes Jahr die Produktion von Benzin hochgefahren werden kann, ne? was kalkuliert wird, was gebraucht wird. Aber im Endeffekt müssen die ja auch sehen, dass sie die Preise wieder runterkriegen, ne? Weil naja, der Amerikaner lässt sich das nicht groß gefallen. Ne? Also der geht dann schon eher mal lautstark zur Wahl und dann wird sich halt zeigen, wer hier gewinnt. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich das Spiel, ja, Bedarf gegen Bedürfnis oder gegen Luxus. Und ich denke, dass die Unternehmen, die jetzt halt wirklich hart am Bedarf sind, ne, wie Milchprodukte. Ich war halt mit meiner Frau mal einkaufen, dann sagt sie zu mir, der Käse, der hat mal 1,19 gekostet, der kostet jetzt 2,29. Ja, das sind fast 100%, ne? Also das ist schon, man hätte in Käse investieren sollen, ne? Also das ist auf alle Fälle die Sache, was wollen wir machen? Wenn man halt Käse essen will, muss man halt kaufen, ne? Darum geht es jetzt aber gar nicht. Es geht nur ganz einfach darum, dass halt hier umgelagert wird, ne? Dass ganz einfach die Sachen, die für den täglichen Bedarf notwendig sind, dass die auf alle Fälle von der Inflation oder die Inflation voll ausspielen. Im Gegensatz zu Flachbildschirmen kann ich mir vorstellen, da hat mittlerweile jeder zwei oder drei im Haus hängen, da werden die Preise halt weiter fallen und das wird halt dann wieder eher die großen Ketten oder die großen Produzenten von Bildschirm treffen. Ne? Und so muss man jetzt langsam ein bisschen selektieren, dass man halt wirklich hergeht und sagt, okay, ich gucke halt, okay, was ist der Bedarf? Also was brauche ich wirklich zum Leben? Und was habe ich die ganze Zeit mir schon geleistet oder gekauft? Was gibt es an neuer Technologie? Gibt es ja auch nicht allzu viel. Ne? Wir haben alle. Ja, nächste Woche, Mirko, kriegen wir da einen kleinen Ausblick darauf, wenn wir entsprechend die Einzelhandelszahlen dann sehen. Du hast ja schon erwähnt vorhin Walmart Target. Genau, das heißt, war ja sehr viel produziert worden, nachdem eben entsprechend die Produktion wieder hochgefahren wurde nach Corona. Außer Eiswürfel in Spanien, da gibt es wohl einen Mangel. Aber in den USA hat man jede Menge Waren produziert. Und ja, die wurden nicht so recht abverkauft in dieser Inflationswelle, weil die Leute nicht bereit waren, diese hohen Preise zu zahlen. Deshalb mussten die Preise reduziert werden, um die Lager entsprechend abzuverkaufen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie sich das auf die Umsätze bzw. die Gewinne der Einzelhändler eben ausgewirkt hat. Und diese Zahlen stehen eben nächste Woche zum Schluss der Quartalszahlensaison entsprechend noch an. Und dann sind wir auch wirklich wieder gut informiert. Werfen wir hier noch einen Blick auf den Euro zum US-Dollar, um entsprechend zu sehen, dass der Euro wieder ein bisschen zurückgewonnen hat von seiner extremen Schwäche, die er ja schon seit mehreren Wochen hat. Dieses Level hatten wir ja auch im Finance Coach Masters, in das wir gleich wechseln werden, schon angesprochen. Nehme ich hier den Widerstand bei 1,035. Und da sind wir jetzt entsprechend gestern schon rangelaufen, heute nochmal rangelaufen. Ich bin gespannt, ob wir ihn überwinden können oder ob das erstmal noch eine kleine Hürde darstellt. Das ist jedenfalls der Ausbruch gestern mit Vorlage der Inflationszahlen. Und weil die Inflation eben geringer als erwartet ausgefallen ist, nimmt das den Druck von der Federal Reserve, die Zinsen anzuheben. Dementsprechend weniger starke Zinserhöhungserwartungen in den USA bedeutet weniger Interesse am US-Dollar. Dementsprechend hier stärkere Euro gegenüber dem US-Dollar. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, ist eine interessante Möglichkeit, denn wenn wir mal einen Blick auf den VIX werfen, also die Volatilität, dann sehen wir, dass die extrem runtergekommen ist. Während wir im Juni noch auf Levels über 30 waren, in der Spitze bei 35, sind wir jetzt gestern zumindest auf Levels unter 20 gefallen. Heute steigen wir zwar wieder ein bisschen, aber auch das sind noch niedrige Levels beim VIX-Stand von um die 20. Und deshalb bietet es sich natürlich vielleicht an, einen Trade zu machen, wo man mal ein Debit hat, wo man entsprechend auch mal eine Ausgabe hat für eine Option und entsprechend zum Beispiel sich absichert gegen wieder fallende Märkte, um Puts zu kaufen. Denn wenn ich mal hier zum Beispiel ein bisschen rauszoome und
mal auf den Tageschart schaue, wo entsprechend die letzten Hochs waren, dann wird man hier eben auch sehen, dass das hier entsprechend auch eine markante Marke sein kann. Eine runde psychologische Marke, die 13.500, die entsprechend hier auch im Mai schon mal angelaufen wurde, bei entsprechend 13.555 Punkten im Hoch am 4. Mai. Und heute waren wir bei 13.575. Also wir sehen, wie nah die Marken beieinander liegen und dann die psychologische Marke 13.500, die vielleicht zum Tagesschluss eben nicht gehalten werden kann, wie wir sehen. Und da sehen wir auch, diese Kerze könnte dafür sprechen, dass wir entsprechend noch mal ein bisschen Abverkauf sehen Richtung 13.000 Punkte. Noch ist es ein kleiner Aufwärtstrend, aber wenn man sich eben dagegen absichern möchte, dass es runtergeht, kann man das momentan eben günstiger tun. Und dazu möchte ich euch einfach mal ganz kurz zum Abschluss noch eine kleine Möglichkeit zeigen, wie das Ganze möglich wäre. Dafür öffne ich hier entsprechend mal zum Beispiel den Spider. Das heißt, das kann man auch auf einem, ich mache es so ein bisschen größer, auf einem kleinen Konto zum Beispiel umsetzen, indem man entsprechend hier auf den S&P 500 mit diesem ETF hier entsprechend sich eine Absicherung erwirbt und das am besten noch so macht, dass es ein wenig kostengünstig ist. Ich wähle hier eine Laufzeit zwischen 60 und 80 Tagen. Dann hat man nicht zu starken Zeitwertverlust. Wenn man kürzere Laufzeit nimmt, ist das natürlich auch möglich. Da hat man dann im Fall der Fälle natürlich meistens mehr Volatilität, die reingeht, wenn die Panik aufkommt. Aber ich sehe immer so Chancen und Risiken abwägen. Deshalb wähle ich manchmal lieber gern die längere Laufzeit, weil ich hier einfach noch mehr Zeit habe. Wenn jetzt nicht nächste Woche der Crash kommt, sondern das erst in 3-4 Wochen passiert, dann bin ich hiermit einfach ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, weil ich nicht so viel Zeitwert verliere. Ich wechsle wieder zum Strategy Builder und hier könnten wir uns mal gucken auf der Put-Seite, was wir hier so finden. Man könnte jetzt natürlich eine Absicherung nehmen, die relativ nah am Geld ist. Die ist aber meistens dann halt relativ teuer. Ich wähle gerne etwas, was ein bisschen weiter weg liegt, ungefähr zwischen dem Delta 30 und 35, sodass man hier nicht allzu viel Prämie aufwenden muss. Das heißt zum Beispiel einen Put, der im Bereich hier zwischen 400 und in dem Fall hier 410 etwa liegt, dann hat man in etwa das Delta, das ich mir so vorstelle. Gehen wir mal in die Mitte zum 405er und sagen mal, wir wollen den 405er Spider Put entsprechend erwerben. Und dann gehen wir entsprechend noch mal ein bisschen weiter runter und sagen, okay, weil wir hier einen Bear Put Spread bauen wollen, das heißt eine Kombination, bei der wir entsprechend einen Put Long gehen und gleichzeitig einen tiefer liegenden Put verkaufen, das heißt, wir begrenzen einfach unsere Gewinnmöglichkeiten, dann haben wir aber auch unsere Prämienausgabe entsprechend hier reduziert und gleichzeitig haben wir eben einen Maximalverlust, nämlich in Höhe unserer Prämienausgabe. Also gucken wir mal, was hier möglich wäre. Wenn ich jetzt mal sagen würde, ich gehe hier um das Delta 20 dann etwa herum, hätte man entsprechend hier zum Beispiel einen 387er, den ich entsprechend jetzt hier wieder verkaufen könnte. Das heißt, hier ergibt sich eben der besagte Bear Put Spread mit einer Prämienausgabe von etwa $3,80. Das heißt, ich habe hier also eine Prämienausgabe von $3,80 und wenn der Markt entsprechend hier reinläuft, dann komme ich eben in meinen Gewinnbereich. Er muss nicht zwingend hier reinlaufen. Es kann auch sein, dass wir uns entsprechend hier in die Richtung der 405 bewegen. Dann würde ja entsprechend der Preis hier am Geld stehen, würde sich hier vielleicht sogar nochmal Zeitwert aufbauen. Wir haben gesehen, die Volatilität ist noch niedrig. Sie kann also nochmal höher gehen. Wir sehen hier implizierte Volatilität lediglich bei 19% im Spider. Und wenn die implizierte Volatilität hier nochmal hochgeht, dann kann das sich natürlich auch positiv auswirken, wenn wir entsprechend hier eine Option dann am Geld entsprechend long haben. Ja, und ansonsten kann man den natürlich auch ein bisschen reinlaufen lassen. Wenn es wirklich stärker fallende Märkte geben sollte, kann sich das eben positiv auswirken. Der Maximalgewinn ist entsprechend die Differenz der beiden Strikes abzüglich der aufgewendeten Prämie von $3,80, was ich hier also verdienen kann, sofern der Markt wirklich so weit runterkommen sollte. Dieser Shortput dient einfach dazu, diese Prämienausgabe entsprechend ein wenig zu reduzieren. Es begrenzt hier also meinen möglichen Gewinn, aber sichert mir entsprechend auch zu, dass ich hier nicht zu große Verluste mache, falls die Märkte eben doch konstant bleiben oder weiter steigen sollten. Auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit, um sich ein wenig Schutz zu erkaufen, auch im Hinblick darauf, dass man vielleicht ein kleines Aktienportfolio hat, das man mit so einer Position auch ein bisschen absichern kann und das kriegt man auch auf kleineren Portfolien relativ gut hin, weil das entsprechend nicht so teuer ist, wenn man hier einfach $380 für eine Kontraktkombination aufwendet, Mirko. Genau, das ist eine gute Sache. Ich profitiere von steigender Volatilität und wenn die Märkte doch runterkommen, läuft ja das Delta auch für mich. Und das ist eine gute Absicherung. Gerade, ich sage immer gerne früher an später denken, ne? Immer wenn die Euphorie halt am größten ist, ne? wenn man halt sieht, hier rechnet mit keiner mehr mit irgendwas, dann muss man halt so eine Absicherung mal in Betracht ziehen, ne? Ganz einfach. Ja, eben dann machen, wenn es eben nicht zu teuer ist und momentan bietet sich eben die Möglichkeit, weil der WIX mal wieder kurz um die 20 steht, ist mal ein bisschen von der anderen Seite betrachtet, nicht unbedingt der
typische Stillhalter-Trade, aber trotzdem relativ interessante Möglichkeiten. Und über weitere interessante Möglichkeiten werden wir jetzt gleich im Feinscoach Master sprechen. Wer noch nicht dabei ist, schaut sich das Ganze mal an. Link ist hier unter dem Livestream bzw. unter der Aufzeichnung. Und ja, ansonsten wünsche ich allen, die nicht dabei sind, noch einen schönen restlichen Abend. Wir sehen und hören uns dann auch im neuen Marktumfeld mit dem Marktradar wieder nächste Woche Donnerstag, wie immer um 20.30 Uhr. Und alle anderen begrüße ich gleich wieder im Finance Coach Masters und freue mich, wenn ihr wieder live dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne restliche Woche und wie immer gilt, haltet die Ohren steif. Tschüss. Viel Spaß noch.